Einen guten Nachmittag. Jetzt hatte ich beinahe vergessen, dieses Video noch hinterher zu schieben. Ich verlinke euch natürlich immer die entsprechenden Skripte, ne? Um die geht es, und zwar Seite 87 bis 96. Was ist da Besonderes und weshalb habe ich die nochmal mit aufgenommen? Gucken wir es uns mal mit an. Das ist ja nicht meine elektrische Geschichte. Ich hatte ja gesagt, ich werd gerne in die Elektrizität reingehen, aber ich dachte halt, vorher musst du nochmal gucken, weil es gibt interessante Dinge. Wir haben ja verschiedene Räder, also Eisenbahnräder, entweder mit Radreifen oder Vollräder. Jetzt könnte man sich denken, na, was ist denn nun wirklich hier fortschrittlicher? Das erscheint doch, wenn es bereifte Räder sind. Ne? Beim Auto haben wir ja auch keine Vollräder mehr. Nee, nee, es geht um was anderes. Aber das alles jetzt, also es geht um Verschleißfestigkeit und so weiter, das jetzt alles selber hier zu erklären, da habe ich keine Lust drauf. Zumal ja mein lieber Kollege, der Silberling, also Herr Hase, gesagt hat, gerne können Sie auf meine Videos verlinken. Und das mache ich auch gerne. Wenn ich das blau unterstrichen habe oder blau gekennzeichnet, dann geht es zu Herrn Hase. Was da los ist, er geht auf diese Reifen ein und so weiter und so fort. Und er geht auch auf das Thema, weil hier gibt es keine Erklärung irgendwie. Was ist die Kennrille? Ich wusste es, aber okay, die Kennrille, ne, hier, das ist diese Rille, die hier eingedreht wurde. Wozu haben sie die? Bei so einem vollen Reifen, warum dann extra? Aus Gewichtsersparnis wird es ja nicht sein, ne? Wenn es so wenig da rausgefräst wurde. Das ist eine Verschleißgrenze. Das heißt, wenn das Rad mal bis hier runter abgefahren ist, das wird immer nachgedreht, immer wieder schick gemacht und so weiter. Aber wenn das mal bis hier runter ist, dann kann man sagen, so jetzt ist Schluss. Und man sieht auch von außen, so jetzt ist Schluss. Also ohne, dass da irgendjemand messen muss, sagt er, oh, wir sind jetzt kurz vor der Kennrille, ne, dann wird es Zeit, da was zu tun. Und wenn ihr hier drauf geht, dann wundert euch nicht. Es geht scheinbar auf... Das stimmt. Aber das stimmt nur bedingt, weil ich habe gleich zur richtigen Stelle geleitet. Also gleich zu dieser Minute, wo es um die Kennrille geht. Da müsst ihr euch nicht den ganzen Kram angucken und alles raussuchen. Deswegen habe ich das so gemacht. Also nicht wundern, manchmal geht es auf die gleiche Stelle, aufs gleiche Video, aber an eine ganz spezielle Stelle. So, dann kommen Radsatzhalter und so weiter. Und auch hier habe ich wieder was gekennzeichnet mit blauem Unterstrich. Wir haben wieder unseren Herrn Hase. Also ich finde, der kann das so schön erklären und er macht es auch schön praxisbezogen. Er erzählt ja Geschichten, für die, die es noch nicht wissen. Er geht eben auf alles ein. Einfach gucken, wo ist was blau unterstrichen, dann kommt ihr meistens zu irgendwelchen Videos von Herrn Hase. Wenn nicht, dann kommt ihr vielleicht auch zu ganz anderen Videos oder nicht zu Videos, sondern zu irgendwelchen Links. Auch hier Stoßeinrichtung, Puffer und. Ja, das soll es jetzt zu diesen Seiten gewesen sein. Bis zum nächsten Video sage ich nur kurz. Das werden heute insgesamt 3 sein. Aber hier kommt es nicht drauf an, wie viel, sondern ganz einfach, dass wir was davon haben. Wer jetzt weiter lernen möchte, der ein bisschen Druck hat, der braucht das alles. Deswegen habe ich es gemacht. Hier wird schon ein bisschen elektrischer, aber auf den Generator einzugehen. Und das ist auch im Text ausreichend beschrieben. Das kann man sich verkneifen. Gut, also bis zum nächsten Video. Macht's gut, bis dann und lernt schön. Tschüss, tschüss.